Willkommen im Herzen unseres neuen Imperiums. Ich bin Arkes Wode, Ingenieur, Architekt, Künstler. Dient Darth Malgus gut, dann werden meine technologischen Schöpfungen euch dienen. Uns legt sich besser niemand an. Der korrekten Anwendung von Technologie. Er macht das Unmögliche zum Leben. Wir können schneller reisen als Licht. Wir können in Wochen eine ganze Flotte bauen. Und wir können das Sichtbare unsichtbar machen. Also wenn ihr meine Ingenieure bei Meisterleistungen beobachtet, die Macht wie eine Kinderei aussehen lassen, denkt daran, dass alles möglich ist. Sind grimmige, loyale Krieger. Es war kurzsichtig vom Rat der Sith, sie zu meiden. Oh!
sicher sein wird. Legt sich besser niemand an. Mit uns legt sich besser niemand an. Ich kann nicht helfen. Jäger sind hinter mir her. Haltet nach Verteidigungsgeschützen Ausschau. Imperator Malgus, grüßt euch. Geht's besser. Besser.
Seht euch um. Die Macht dieser Station ist ein Zeugnis der technischen Fähigkeiten der Anomiden. Das alte Imperium hat sie gemieden. Aber ich habe ihre Talente gefördert und angenommen. So entsteht Sterbegeld aus Toleranz. Ich habe schon Dutzende erledigt, aber sie sind immer noch überall. Werde das genießen, mein Sith Lord. Falsche Kraft! Mit nur einer Bewegung werden unsere Fluxkanonen abgefeuert und das imperiale Großkampfschiff wird zerstört. Das Schisma-Kollektiv hat diese Kampfstation zum größten technologischen Wunder der Galaxis gemacht. Nicht einmal eure gesamte Flotte könnte uns besiegen.
Die imperiale Flotte wird dieser Kampfstation die Luft abdrücken, aber zuerst seid ihr an der Reihe. Hilfe! Hilf mir doch jemand! Einwurf. Ruhe, Fleischsäcke. Keine Bewegung, Sith. Ihre Macht kann meine Zielinformationen nicht beeinflussen. Der erste Schuss wird sie bewegungsunfähig machen. Der zweite wird ihre Eingeweide auf dem Boden verteilen. Zurück. Sonst muss ich dich zerlegen. Bemerkung. Ich bin HK-47, persönlicher Exterminator von Imperator Malgus. Der Rückzug vor Gewalt stünde im Widerspruch zu meiner Programmierung. Waffen bereit. Tötungsprotokoll aktiviert. Darauf habe ich mich gefreut. Notiz. Machen Sie sich für Ihr Ende bereit. Notiz, machen Sie sich für Ihr Ende bereit. Spott, Ihre organischen Schwächen belustigen mich. Notiz, machen Sie sich für Ihr Ende bereit. Bekanntgabe. Master Bonus Upgrades haben mein Tötungs... Besser. Verstärkung! Hilfe! Oh. Bitte, diese Dinge, die ich gesagt habe, und HK, das war alles ein Missverständnis. Bitte lasst mich am Leben. Sabotiert eure Tarnflotte und das Imperium wird eure Verbrechen ignorieren. Aber das wird Stunden dauern.
Gut, ich werde die Generatoren der Fabrik überladen. Das wird katastrophale Auswirkungen auf die Hangars haben. Ich werde auch unsere Fluxkanonen so programmieren, dass sie auf die Tarnflotte zielen. Alles, um unsere Rettungskapseln zu schützen. Und natürlich die imperiale Flotte. Mich alleine anzugreifen? Wie kühn, wie töricht. Yeah.
Der Zorn des Imperators. Wie passend, dass wir uns in seinen Gemächern begegnen. Er war so nett und hat mir seinen Thron warm gehalten. Willkommen in meinem Thronsaal. So viel Geschichte. So viele glorreiche Tage, die verstrichen sind. Der Imperator ist tot. Lang lebe der neue Imperator. Ich respektiere eure Beharrlichkeit, Malgus, aber nicht euren Herrschaftsanspruch. Ihr seid nicht so töricht, wie ihr ausseht. Das Imperium vergeht. Bald wird es von Dekadenz und antiquierten Idealen dahingerafft werden. Und dennoch kämpft ihr gegen seine Heilung an. Erkennt ihr es denn nicht? Unser Überleben fordert ein neues Imperium, gestärkt durch Allianzen mit Fremdlingen und Toleranz. Ich habe die Schwäche des Imperiums erfahren. Wir müssen uns verändern, um zu überleben. Aber ihr habt dazu den falschen Weg gewählt. Ihr seid scharfsinnig, aber ihr habt noch viel zu lernen. Meine Tarnflotte wird eure Flotte zerstören, so wie ich euch zerstören werde. Warnung. Kritische Explosion auf der Fabrikebene entdeckt. Generatorenmanuell von Benutzer Arkis Vode überladen. Genug. Notfallwarnung. Energiekernüberbrückung aktiviert. Selbstzerstörung initiiert. Malgus der Verräter, im Namen des Imperiums werde ich euch zerstören. Sterbt oder besiegt mich. Das Imperium wird in jedem Fall neu geboren. Für das neue Imperium. Wie ich höre, nennt der Großmoff mich Malgus den Verräter. Sagt mir, hat mein Verrat wehgetan? Ich habe seit der Plünderung von Coruscant nicht mehr so viel Spaß gehabt. Fühlt den Zorn eines Imperators. Beeindruckend, aber das wird nicht reichen. Ich hätte euch auf Illum töten sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Gleich geht's besser.
Eure Flotte ist dem Untergang geweiht und mit ihr das alte Imperium. Der falsche Imperator ist entthront. Ich lasse nicht zu, dass ihr Maivus in den Tod folgt. Ich hole euch in den Systeme ausgefallen. Kernenergieniveau kritisch. Warnung. Berechneter Explosionsradius beträgt 1,92 Kilometer. Minimale Sicherheitsdistanz 2,4 Kilometer. Reaktorüberladung. Primärsysteme. Die Stärke des Imperiums schwindet. Unser Überleben könnte davon abhängen, dass wir ein paar Ideale des Verräters übernehmen. Der Rat der Sith kennt die Überzeugungen des Verräters. Wir werden das anderswo diskutieren.